Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Schlacht von Gettysburg, 1. Juli 1863. Wir dringen nach unseren jüngsten aufeinanderfolgenden Erfolgen auf dem Schlachtfeld erneut in das Unionsgebiet ein. Wir hoffen, einen deutlichen Sieg zu erringen, der den Krieg politisch beenden könnte. Aber wir wollen auch außerhalb des vom Krieg verwüsteten Staates Virginia Vorräte für unsere Armee sammeln. General Hooker, der die Potomac-Armee führt, hatte begonnen, unsere Armee in Pennsylvania zu verfolgen. Aber eine schlechte Leistung bei der Scheißstadt und seine übervorsichtigen Manöver führten dazu, dass Lincoln ihn plötzlich durch General Meade ersetzte. Obwohl ihm befohlen wurde, größere Gefechte mit dem Feind zu vermeiden, bis wir unsere Armee vollständig und in sorgfältig ausgewählten Gelände sammeln können, hat einer ihrer Divisionsgeneräle den Befehl missachtet, indem er aggressiv auf die Stadt Gettysburg vorrückte. Da der Großteil unseres Korps zu weit weg von der Hauptarmee operiert, müssen wir unsere Streitkräfte nun sammeln und uns der, ja, keine Ahnung, die Gegner zuwenden. Ich weiß es nicht. So. Gettysburg ist auf jeden Fall eine Schlacht, die geht über mehrere Tage. Fängt schon mal schlecht an. Ich habe meinen Kaffee nicht nachgefüllt. Dann gibt's Wasser. So, was mir jetzt schon auffällt, wir haben zwei Angriffswellen und eine modrige Armee. Modrige Verstärkung. Ich sag mal, Heinrich wird die modrige Verstärkung. Mache ich mal das dritte Korb dahin. Es sind zwar nicht so viele Leute, aber ich weiß nicht, oder wir machen es andersrum. Lee kommt hier hin. Hatte vier Brigaden, die vielleicht noch nachkommen könnten. Und hier sind es nur 15. Mal gucken. Ich weiß nicht, was hier ist, ob das jetzt, keine Ahnung, nur eine kleine Angriffswelle ist, aber wie gesagt, das ist die Schlacht von Gettysburg. Ich weiß nicht, wie viele Tage sie ging, aber das waren mehrere Tage und sie war verheerend, weil das Schlachtfeld hat ja die Union ausgesucht. Ich weiß noch, dass am Ende diese dumme Szene, oder, naja, war keine dumme Szene, war ja echt langgezogen. Habe auch endlich mal die Version gesehen mit englischen Sachen, die sie in den deutschen Versionen damals auf. Ich hatte den Film früher auf VHS-Kassette gesehen und da hatten sie einiges rausgeschnitten, was ich gar nicht wusste. Und das haben sie jetzt im Englischen quasi nachgeführt, aber es ist halt nicht deutsch synchronisiert, aber ist ja egal. Da gab es halt diese eine Sache, dass dann halt ein Feld, da sind die Konföderierte drauf zugelaufen, auf eine feindliche Stellung, auf so ein kleines Wäldchen und 1 Kilometer. Und der Feind hat Artillerie gehabt und das war sehr verheerend. Na gut, viel gelabert, wenig. Ja, komm, mach mal. Sieh zu hier. Einer ihrer Divisionen marschiert auf einer Aufklärungsmission in Richtung der Stadt Gettysburg. Die Potomac-Armee verfolgt unsere Armee und wir müssen die Gegend nach feindlichen Bewegungen ausspähen. General Buffords Kavallerie verzögert unseren Vorstoß und scheint fest entschlossen zu sein, die Hügelkämme westlich der Stadt zu verteidigen. Könnte er von Infanterie unterstützt werden? Wir müssen es herausfinden, indem wir sie angreifen. Na gut. Ja, da haben wir ja richtig viel. Und ja. Alles gleich nah. Ran Lee. Oh, der hat einen großen Radius. Der hat einen größeren Radius. Der vergrößert sogar den Radius von. Nee, wirkte gerade nur groß. Okay. Start. Dann aber hier, gib mal Gas. Laufen, laufen, laufen. Haben nicht den ganzen Tag Zeit. Laufen, laufen, laufen. Und für dich auch. Und ich hätte eigentlich alle markieren können. Und laufen, laufen, laufen. Ah, hier kann man Truppen. Extra Gräben für uns ausgehoben. Das ist sehr nett. Könnte man auch gebrauchen, weil hier ist Wald. Und da ist ein. Ja, die drei Punkte, die wir einnehmen sollen. Okay. Feindliche Kanone. Hätte ich gern, dass wir die vielleicht eliminieren.
schnellstmöglich. Schneller. Am besten noch, bevor er noch einmal... Los, Feuer! Er muss laufen. Er läuft nicht. Doch. Oh, die Kavallerie. Los, töten, töten, töten! Ach du Scheiße. Bleibt hier bei den Häusern in Deckung. Weiter vorne. Nein, die sollst du angreifen. Und komm mal weiter zurück, du hast überhaupt keine Deckung. Was passiert denn da? Hat er es gerade gesehen, dieses Wackeln? Haben wir jetzt 40%. Was machst du? Hier, genau, so. Ja, wir müssen die Punkte einnehmen, ne? 10 Sekunden haben wir noch, oder was? Hm. Könnt ihr in den Graben laufen? Könnte man auch in den Tod laufen? Machen wir es jetzt mal. Da ist eine Kanone. Wenn ich tot gekriegt haben, verdammte Axt. Die müssen aus dem Wald raus. Ich hoffe nur, von rechts kommt gleich nichts. Tut mir einen Gefallen, schieß auf die Kanone. Umso weniger Leute die Kanone bedienen, umso weniger können die schießen. Lauf mal dahinter, Wank. Nein! Zu spät. Reynolds erstes Korb gesichtet. Ja, fuck, die kommen von da hinten. Das erste Korb, angeführt von General Reynolds, marschiert auf unsere Position zu. Die Iron Brigade begleitet ihn. Das ist natürlich scheiße. Kanonenleute sind weg. Ab in den Wald. Attacke. Das ist mein Wald. Bäume habe ich gepflanzt. Jetzt nur aufpassen, dass wir jetzt nicht von hinten kommen. Na los, besser aufstellen bitte. Diese verdammten Typen mit dem schwarzen Hüten wieder. Das ist keine Miliz. Das ist die Potomac-Armee. Dreckige Schweine. So, mein Wald, meine Regeln. Schieß sie da raus. Wir haben Verstärkung gekriegt. Ich mache mal auf Pause. Fantastisch. Kavallerie haben wir auch gekriegt. Ah, wunderbar. Wunderbar. Die Kavallerie hätte ich auch gleich gerne. Könntest du mal bitte da hier mal rüber und dann mal gucken, was hier alles ist. Wir fangen mal von oben nach unten an. Da kommt nämlich schon die erste Verstärkung. Wie viel Deckung hast du? 78? Okay. Bitte aber da so hin. Eine Kanone. Ah, oh, du musst sowas von in die Mitte. So, das erste Korps, angeführt von General Reynolds, ist auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Es ist Katas Brigade. Okay. Könnt ihr mal allen Tuck laufen? Ach, die sind da nicht schon überall. Schau an.
da auch schon. Das sieht nicht gut aus. Was? Meine Reiter reiten zurück? Feige Schweine! So, Lee, hol den mal. Kanone, unbedingt dahin. So. Ich weiß nicht, ob der Start auch besser aufgehoben ist oder da im Wald, aber. Könnt ihr zurück? Geht doch mal besser da in Deckung. Ne? Kann ich ihn ranlocken quasi? Zieh euch zurück. Zurückziehen! Ah, jetzt werden die flankiert. Wir brauchen Deckung hier, verdammt, diesen Puff. Kanone weiter vor. Ich will sie aus der Stadt raus haben. Gucken wir mit der Kavallerie mal hier hinten lang, was da so ist. Ah, da sind auch welche. Da sind überall welche. Verdammte Schweinebacken, ey. Das reicht nicht so nah ran. Oh, die wurden rausgeschossen. Lee! Komm zurück! Schieß sie aus dem Wald raus. Wir brauchen sie doch eher im Wald. Weil jetzt werden die flankiert. Und die zieht sich gerade zurück. Ach, das ist natürlich Reihe. Dann gehst du mal ein bisschen mehr da, in die Richtung. Oder bleib einfach, wo du bist. Hansen geht dahin. Oh, schon wieder rausgeschossen. Das ist eine scheiß Deckung, aber... Das Dumme ist, sie machen mir sonst den Keil kaputt. Scheiße, Alter. Scheiße, was mache ich jetzt? Hier gegen anlaufen? Ich weiß nicht, was dahinter ist. Weil wenn das hier bricht, dann bricht hier die Front. Das ist scheiße. Rückzug. Und... Mal hier die Linie. Ja. Sind auf jeden Fall noch ein paar Einheiten. Wir müssen von oben kommen, glaube ich. Dieser scheiß Hügel. Ja, komm, brauchst du nicht machen. Lass, lass. Ich warte. Vielleicht kommen sie aus dem Wald, aus der Stadt raus. Zeit ist sie abgelaufen, ich trinke mal einen Schluck Wasser. Mehr Verstärkung für die Yankees.
Und mehr Verstärkung für die. Weitere Divisionen des ersten Korps stürmen ins Gefecht. Es scheint so, als hätten wir die gesamte Potomac-Armee eingeladen. Und das haben wir wahrscheinlich auch. Glücklicherweise erhalten wir bald mehr Verstärkung, die aus der Richtung auf dem Schlachtfeld eintreffen wird. Perfekt. Perfekt. Warte mal. Dann könnt ihr euch gleich dahin formieren. Kommen sogar. Fantastisch. Ach, ey. Sind sie genauso gelaufen, dass sie nicht ins. Haben sie gut gemacht. Den behalte ich da nochmal. So, da sind wir bei 70. Nur zum Anlocken. Der hat 70, habe ich gedacht. Mit Leben. So, auch du gehst schon mal hier hin. Ich hoffe nur, bald kommt die Verstärkung, dass wir wenigstens erstmal das Wäldchen da kriegen. Wenn wir das von hier oben, dann müssten die reihenweise brechen, hoffentlich. Und nett ist, dass schon mal hier Einheiten rauskommen. Boah. Oh. Man hat mich gestern Tequila Heinrich genannt. Ich hätte nicht so viel Tequila trinken sollen. Komm, dann helfen wir hier nochmal. So, und da sind Verstärkungen. Und da ist auch feindliche Kavallerie. Laufen. Mehr Kanonen dabei haben sollen, finde ich irgendwie. Oh, wir kriegen noch eine. Halleluja. Mehrere Brigaden des ersten Korps gesichtet. Die Potomac-Armee sammelt sich in sich in Gettysburg, also müssen wir die höheren Lagen sichern. Okay. Oh, motiviert. Die kommen echt aus dem Wald raus, ne? Die wollen uns echt schnell den Arsch treten. Ich liebe es. Alter, was alles aus dem Wald kommt, ey. Habt ihr da gewohnt? So ein Stück vor. Auch ein Stück vor. Jetzt ziehen sich zurück. Alles töten, was blau ist. Gut, war ich gestern Abend auch. Kavallerie wird nicht beschossen, ne? 641, mal merken. Ah, die schieben noch ein bisschen mehr dahin. Brigadier General Stephen Hansen wurde verwundet. Es tut mir leid für Hansen. Ach du Scheiße, was da alles im Wald ist, ey. Seht ihr das? Da ist der ganze Wald voll. Das hört ja nicht auf da.
laufen. Lee. Hallo. Genau auf die sollte schießen. So, jetzt spielen wir das Spiel nachgucken. Ihr bleibt da, wo ihr seid. Aber ihr bitte. Laufen, wunderbar. Weiter. Weiter. Kanone bleibt, die Leute bleiben da hinten. Nächsten. Guck mal nach. Hier brauchen wir auch. Du kannst die Lücke schließen. Wie viel haben wir da noch? Flankiert hier. Hier, schießt die da mal raus. So, du schießt damit drauf. Damit drauf. Weiter. 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 Kanone weiter rücken. Lee, kommen wir näher ran. 024 noch. Blauröcke. Mir reicht's jetzt. Angriff. Kanonen weiter nach vorne. Haben sie vielleicht ihre Einheiten verlagert? Schön wär's, ja. Deckel. Attacke. Haben sie. Sie haben es verlagert. Yeeha! Charge! Jetzt holen wir uns die gleich von hinten. Halt! Dann holen wir uns die Position, dann können wir hier auch von der Seite angreifen. Halt und schießt da einfach ab. Supplies hat aufgegeben. Diese Position ist wichtig. Wir haben schon Werbeverluste. Es ist aber auch viel, was da ist, ne? Alles Kleinkram, aber tut halt richtig weh. So, jetzt in die Gräben rein. Vielleicht ein Tuck zu früh, ist mir egal. Ah, die Zeit läuft gleich schon wieder ab. Das ist zum Kotzen. Ah, und dann ist ja die Stadt da ein. Ah, scheiße! Ärgert mich das hier. Jetzt kriegen die Blauröcke noch mehr Leute. Ja, von Süden aus marschiert er ran. Toll.
Die meisten unserer Divisionen kommen aus dem Norden. Und Nordosten. Jetzt laufen die schon wieder. Ich breche ins Essen. Da warte ich noch auf eine Verstärkung und dann geht's nochmal los. Jetzt laufen die auch. Ey, es ist eine Scheiße mit den Gräben. Supply, was machst du? Hau ab da. Die schlagen meine Leute zurück. Ich kotze dermaßen. Also sie sind aus dem Wald raus. Das ist schon mal schön, aber... Ach, da kommt die nächste Verstärkung. Schade. Punkt haben wir verloren. Wir müssen die Stadt haben, Alter. Deckung 60. Ah, jetzt sind die flankiert von da. Ja, die ist mir gar nicht aufgefallen, die Mitte ist hier gerade im Arsch gegangen. Zieh ich mal zurück. Na los. Wo bleibt unsere Verstärkung? Scheiße, ey. Zurück. Ah, ich habe gehofft, dass wir vor den Leuten eintreffen. Hallo, zurück. Jetzt laufen die auch. Na gut. Ich hole sie zurück. Dahinter hat man gerade gesehen, alles voller Feinde. Ja, Kavallerie lasse ich dann jetzt mal hinten in Ruhe. Aber wir kriegen keine Verstärkung, verdammte Axt, ey. Ey, jetzt tötet die da verdammt diese 300... Pappeneimer da. Kanone näher ran. Die kannst du mal Supply geben. Wo bleibt unsere Verstärkung? Derbe Verluste, ey. Wo ist die feindliche Kanone? Bratz die weg, ey. Bratz diese Kanonen weg. Raus. Wir haben uns mehr Einheiten erhalten. Ja, wo, wo, wo? Da, da, da. Wir bringen sie erstmal dahinter ganz schnell. Doppelt so schnell laufen, bitte. Mehr nicht? Scheiße. Ja, wir kriegen mehr Verstärkung, das ist ein Witz. Halt.
Kanone, lol. Einfach nur ein bisschen in den Wald gehen. Das ist nicht unser Wald. So, bald auf die Kanone. Halt! Und halt! Jungs, schlaft ihr unterwegs oder was? Wo bist du? Der wackelt, der Ferrero. Das ist ein Wackel-Ferrero, das wollen wir nicht. Das ist mein Wald. Ich habe die Bäume gepflanzt, verdammte Axt. Jetzt nimmt mir diese Scheiße da ein. So, ich glaube, hier läuft. Einer geht hier nochmal hin. Weiter verstärken. Lücke schließen. Ah! Weitere Verstärkung. Für Gott und Vaterland. Schieß sie weg. Noch mehr. Auch ihr, für Gott und Vaterland. Für ein Land freier Döner. Nur Döner macht schöner. Jetzt darfst du wieder auf die schießen. Na, ich habe diesen Angriff damals zu früh gestartet, bin ich der Meinung. Da laufen sie. Ja, den Wald haben wir gleich. Die Kanone wird jetzt hier positioniert. Die Stadt schaffe ich nicht mehr. Es dauert zu lange mit dieser Scheißverstärkung. Ach, euch habe ich vergessen. Der schnarcht ja. Nee, doch, schnarchen tut ihr doch nicht. Okay. Rück mal weiter wieder vor. Letzte Verstärkung trifft ein, aber auch die ist mir zu weit weg. Ich warte, bis die ganzen mal durch die Linie sind, dann können wir sie mich hier schon irgendwie hinter der Stadt irgendwie schon mal positionieren. Alle da sein, ne? Ist auch nicht viel. Echt nur so ein bisschen Kleckerkram. Können wir die hier hinkriegen? Reload! 08, der Hügel muss mir gehören, verdammte Axt. Ach, da gehört er schon wieder. Wunderbar. Lauft, töten. Ja, gucken wir. Können wir die dahin packen? 2000 Mann da ins Gebäude vorpacken. Die drehen wir nochmal ein bisschen. So, jetzt wird's schön, jetzt wird's spaßig. Attacke! Kanone geht auf den Sack. Ah, scheiße! Mann, ich wollte es auch gerade genießen. Ich hasse es, dass das Spiel mich nicht mal genießen lässt, wo die Leute von hinten zu töten. Naja.
So. Ja, die Union zieht sich zum Cemetery Hill zurück. Ja, ich mache hier mal einen Break, weil ich denke mal, das wird noch locker eine Folge weitergehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like da für die ganzen gefallenen Leute. Ne? Und ein Kommentar wäre auch sehr schön. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.